Hallo, willkommen zur weiteren Folge von Bloons Tower Defense Battles. Das ist so gesehen der Multiplayer-Teil zu Bloons Tower Defense 5. Das Spiel ist von den Machern von Bloons Tower Defense 5 und 6. Ich habe im letzten Part mal die Handy-Version angespielt. Und in den Kommentaren haben mir viele Leute gesagt, Bador, es gibt auch eine Steam-Version davon, zeig doch mal viel eher die Steam-Version. Und deswegen habe ich mir die Steam-Version runtergeladen, habe ein bisschen gespielt und mir sind auf jeden Fall direkt auch schon Unterschiede aufgefallen. Zum Beispiel ist es auf dem PC deutlich schwerer, eine Lobby zu finden. Und ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, dass die Handy-Version Vorteile hat. Denn wenn wir mal hier gucken, es gibt in diesem Spiel diese Arenen, wo wir mitmachen können. Und um da mitzumachen, muss man ja Münzen ausgeben. Hier zum Beispiel muss ich 20 Münzen für ausgeben. In der Handy-Version aber kann ich mir einfach einmal eine Werbung angucken und kann dann da quasi kostenlos mitmachen. Und da ist so gesehen die Handy-Version so ein bisschen im Vorteil, wenn man halt bereit ist, sich Werbung anzugucken. Und ja, das ist so gesehen, wie gesagt, Multiplayer. Ihr werdet gleich schon direkt sehen, inwiefern das ein Multiplayer ist, ist im Grunde relativ selbsterklärend. Ich kann mir jetzt drei Affen auswählen, die mitmachen. Ich mache den Ninja, ich mache den. Und hoffe, ich kriege einen guten, zufälligen Affen. Die Affen, die ich ausgewählt habe, kann ich nur bis Stufe 2 skillen. Und den zufälligen Affen kann ich höher skillen. Ich nehme mal den dann mit. Ich habe jetzt 20 Münzen ausgegeben. Wenn ich gewinne, kriege ich 40. Wenn ich verliere, habe ich nichts. Beziehungsweise ich verliere sogar 20. Wo werden hier eine gute Position? Da ist eine gute Position. Sehr gut, okay. Außerdem habe ich einen Tipp gekriegt. Und zwar wurde mir gesagt, ich soll mal ein bisschen häufiger Ballons losschicken. Wenn wir da den grünen Balken sehen, das ist unser Einkommen. Wir kriegen nämlich in jeder Runde ein bestimmtes Einkommen. Und das ist ganz am Anfang bei 250 oder so. Und es macht Sinn, sich da ein bisschen hochzukaufen. Denn immer wenn du einen Ballon losschickst, kriegst du Geld. Gut, ganz später musst du Geld ausgeben, aber immer wenn du was losschickst, kriegst du Geld. Es ist wahrscheinlich so, dass das Einkommen nicht nur einmal pro Runde kommt, sondern vielleicht zweimal oder so. Dann macht es vielleicht Sinn. Ich muss da mal echt drauf achten. So, die Runde beginnt. Es kam jetzt zum Beispiel zweimal pro Runde. Okay. Weil wenn es nur einmal kommt, dann check ich es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich mache weiter in die Grünen. Wie gesagt, im Preis-Leistungs-Verhältnis wirkt es am klügsten. Ihr könnt mir auch mal Tipps in die Kommentare schreiben, was im Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich am besten ist. Aber den Affen, den ich zufällig gekriegt habe, den kann ich bis Stufe 4 skillen. In diesem Spiel geht es bis Stufe 4. Und das werde ich gleich mal rausballern. Und hoffentlich Keanu XD zerstören. Dass ich 325 kriege pro Runde, ist einfach eine schönere Zahl. Jetzt machen wir noch den Flieger einmal. Der kann eine Kackposition haben, machen wir da oben hin. Übrigens, falls ihr neu seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und wie gesagt, falls ihr Tipps habt, könnt ihr mir gerne Tipps geben. Ich habe hier kaum Erfahrung in diesem Spiel. Aber das, was er da losschickt mit der Keramik, ist kacke. Keramik ist kacke. Und wir haben kassiert. Ja, ich denke, die Schwierigkeit besteht darin, einen Spagat zu finden zwischen Geld ausgeben und Einheiten verbessern. Und ich glaube auch zum Teil ist es ein Prozess, wo du halt einfach gegen Gegner spielst. Weil wir sehen ja nicht, wie viele Gegner gespielt haben. Wir sehen nur, der hat eine 58%ige Siegesquote. Die Chance ist aber hoch, dass der schon deutlich mehr gespielt hat als ich. Die Chance ist hoch, dass der schon deutlich mehr Stufe 4 Affen hat als ich. Und deswegen kann man das ja so gar nicht verallgemeinern. Ich skip auch mal. Super Affe. Super Affe ist stark. So, und jetzt bin ich ja quasi im Overgang davor. In der Runde davor hat er mich jetzt ungefähr zum Zeitpunkt gekillt, weil ich jetzt immer noch zu sehr auf Geld gegangen bin. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mehr verbessern muss und mehr auf mich achten muss. Und ansonsten gehe ich hops. Das ist zumindest das, was ich gelernt habe für mich. Kann auch einfach sein, dass ich Pech hatte. Mir gehen halt auch ein Superaffen. Da kommen gerade ein paar mit den Herzen. Okay, mir gehen aber auch ein paar Probleme. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht spar und einen Moab losschicke, könnte ich die Runde gewinnen. Er hat ja gerade schon Probleme. Moment, ich boost einfach mal so. Moab. Und dann schicken wir noch ganz viel von dem Bleizeug dazu. Wenn ich im Moab losschicke, verliere ich Einkommen, so wie ich das gesehen habe. Jetzt spamme ich noch ganz viel billigen Kram nach, der einfach nachgespammt wird. In Hoffnung, dass der Moab. Okay, haben wir. Okay. Gut, das war jetzt schon besser. Ich weiß nicht, ob ich besser gespielt habe, aber zumindest haben wir gewonnen. Okay, mein Ziel im Spiel ist es natürlich auch, alle Affen irgendwann zu besitzen, alle Affen zu verbessern. Aber lass uns mal kurz in eine höhere Arena gehen. Doppeltes Einkommen von Ballons, die man sendet. Das könnte. Mach ich mal mit. Einfach kein. Es gibt keinen einzigen Spieler auf der gesamten Welt, der die kostenlose PC-Version spielt. Ah, okay. Das ist der einzige. Es ist kein gutes Zeichen, wenn nur ein anderer Spieler da sucht. Und er hat aber eine schlechte Siegesquote. Das Problem ist halt, ich habe halt nur meine Stufe 2 Affen, was halt richtig, richtig schlecht ist. Und ein Eisaffe. So, ich glaube, der Eisaffe ist nicht so gut. Ich spamme mal hier die Affen raus. Plus 2 lohnt sich halt echt mega. Das kann man einfach rausspammen. Okay, macht mein Gegner auch. Dann machen wir mal da so. Und geben uns da den Boost. Ist, glaube ich, sogar echt angebracht, den Boost da rauszuhauen. Das Einfrieren ist auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Okay, mein Gegner kommt damit klar. Was ist ein Snap Freeze?
Der macht eine Schicht kaputt, wenn er das einfriert. Okay. Oh, einfrieren ist gar nicht so verkehrt. Ist gar nicht so bad, einfrieren. Okay, weiter Geld. So. Hilfe, ich muss noch meine Einheiten rausholen. Noch ein... Disconnect? Das kann nicht sein, ich habe okayes Internet gerade. Okay. Come on. Okay, jetzt soll ich ein paar Einheiten verbessern. Ich habe 350 Einkommen, das sollte klar gehen. Eiswaffe auch so ein bisschen weiter weg, ist auch okay, glaube ich. Machen wir da mal ablenken. Okay, wie skill ich denn jetzt? Was macht das nächste? Super cool, aber... Das rechte macht aber Schaden. Ich glaube, das rechte macht mehr Sinn. Ich glaube, ich will die Schadensvariante. Es kostet weniger, aber ich glaube, ich will die Schadensvariante. Bei den Eisaffen nochmal skillen. 2,8, wir sind bei 2,3. Müsste klar gehen. Jetzt gleich, in den nächsten Sekunden. Es fehlen legitim unter 100. Boom, okay. Jetzt macht er extra Schaden, wenn die eingefroren sind. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Okay, das ist nice. Sehr, sehr gut. Und was ist das letzte? So ein Eisblock habe ich noch nie gesehen. Aber wir können alle Ballons auf dem Bildschirm kurzzeitig einfrieren. Okay, gut. Das mit dem Einfrieren ist gar nicht schlecht, deswegen machen wir vielleicht da oben auch noch einen da. Ich kann nichts gegen unsichtbar bleiben machen, gerade gesehen. Ich kann es nicht stoppen. Ich kann nichts gegen machen. Ich habe nichts auf dem Feld, was es stoppen kann. Sniper vielleicht? Ich habe gewonnen. Er war auch überfordert. Ja, das war ein sehr hohes Niveau auf jeden Fall. Aber es hat uns so viel Geld gegeben, dass wir jetzt bei 330 sind. Wisst ihr was? Ich hole mir den Boomerang-Affen. Der kostet hier 10. Zack. Wie teuer ist die Verbesserung? Die Verbesserung kostet 210. Okay, aber ich glaube, der Boomerang-Affe ist besser als der Sniper. Der kann schon Lead-Ballons killen. Und oben kann er gut Schaden machen. Ich glaube, Stufe 2 von denen ist... Das ist okay. Ich sehe gerade, ich kann die Kräfte auch verbessern. Ich kann mein Einkommen um 6-fach erhöhen. Tue ich mal rein. Um 6-fach erhöhen? Ah, nee. Erhöhe dein Einkommen 6-mal der Rundennummer. Ah, okay. Aber wenn ich eine Runde... Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Weil es geht ja alles so bis Runde 15, bis Dinge den Bach runtergehen. Und 15 mal 6, das wäre gut. Das wäre richtig gut. Okay, wir haben jetzt die Geldkraft und die werden wir dann klüger einsetzen. Ah komm, ich hau schon mal den ersten Boost raus. So, oh. Nice. 330, ganz kurz geboostet. So, und jetzt verbessere ich auch mal was. Wir sind bei 1200, wir verbessern dann mal... Ich glaube, die linke Skillung ist schon besser als die rechte. Glaube ich ganz ehrlich, deswegen machen wir die linke Skillung auch. Okay, Moment. Wir brennen jetzt. Let's go. Gute Nacht. Du bist überrannt. Ja, okay. Wir boosten nochmal unser Einkommen. Boom. Plus 60 haben wir es jetzt geboostet, weil wir in Runde 10 sind. Wir machen die Regeneration auch nochmal weg. War vielleicht ein Schnellschuss. Machen wir nochmal da. Okay, wir machen jetzt 480. Ich booste nochmal. So, zack. 550 sind wir jetzt. Bleibt der Boost? Ich dachte, der Boost verschwindet, wenn man das mit dem Geld boostet. Aber der scheint zu bleiben. Dann ist der ja komplett overpowered. Ich meine, bevor ich den nicht früh rausgehauen, sondern hätte mir den gespart. Ich kann den doch jetzt einfach überrennen. Ich kann doch jetzt, sobald ich kann doch einen Moab losschicken in der nächsten Runde. Und der hat doch noch nichts, um den Moab zu stoppen. Safe nicht. Klar, ich habe jetzt weniger Verteidigungsmöglichkeiten. Oder ich habe 3000. Ich kann gleich den Affenflieger oder was das machen. Ich glaube, wir haben schon gewonnen. Ich glaube, der kann das nicht stoppen. Ich mache jetzt nur noch den Boost, dass alles schneller ist. Und der wird doch safe was durchkommen. Ja, wir haben gewonnen. Game over. Und wir haben 700 Einkommen gehabt. Das ist ja so overpowered, diese Fähigkeit. Er war auch nicht, ne? Er hat wenig Leben. Moment, ich fick den mal raus. Ich hab gewonnen, er hat null. Ich hab doch rechts oben drei Balken. Wie kann meine Verbindung kaputt gehen? Ich hab doch gewonnen. Weil ein Superaffe in Kombination mit dem Radarscanner oder einfach jedes Gebäude zusammen mit Affen-Nachrichtendienst, das ist doch ultra wichtig. Ich schalte es einfach mal frei. Wie teuer wäre die Verbesserung? Die Verbesserung für Stufe 3 kostet 230. Okay, aber das Affendorf, das macht doch Sinn. 340 kostet nächste Stufe. Ich habe mir hier gerade Stufe 3 freigespielt. Ich mache jetzt mal das Affendorf. So. Ich hätte nämlich einen Plan, wie ich das... Ich kann das da nicht platzieren, weil da eine Pflanze ist. Stärke erhöht. So, das machen wir hier. Da einmal. Runde 12 sind wir. Ich könnte jetzt schon mein Income boosten, aber brauche ich, glaube ich, noch nicht. Mein Gegner müsste... gegen Blei nicht so fit sein, glaube ich. Wir boosten das mal. Wobei, der war zu früh, der Boost. Wir machen mal da. Und ich kann ja bis Stufe 3 skillen, deswegen haben wir jetzt bei der Kanone auf Stufe 3 geskillt das erste Mal. Das ist schon nicht so verkehrt, wenn wir jetzt da diese fetteren Explosionen haben. Ich glaube, das ist schon gut. Und wenn ich jetzt gleich einstelle, dass der auch Tarnballons angreifen kann, ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, das ist schon richtig, was ich da mache. Okay, ich mache jetzt noch einen Boost. Boom.
Wir sind jetzt bei 570 beim Einkommen. Das sollte gut genug sein. Die mache ich mal gegen Moabs, weil er wird bestimmt gleich einen Moab losschicken. Dass ich dann schon mal safe dagegen bin. Aber was, wenn er Blei losschickt, ist es kein Problem. Im Grunde problematisch wird es ja nur, wenn der halt wirklich die losschickt, die immun sind gegen Explosionen. Aber alles andere kriege ich easy kaputt. Und das hat er, glaube ich, noch nicht gecheckt. Boom, okay. Wir hätten jetzt eine Einheit, die stark gegen Moab ist, das ist gut. Wir hätten jetzt schon mal hier den, das ist gut. Machen wir mal so. Ja, er schickt da oben jetzt auch direkt was los, aber es macht nichts. Greift den Stecks an. Greift den Stecks an. So, okay. Wir müssen jetzt da die Affen. Okay. Geht down. Ging auch down. So. Dann werde ich überrannt. Das fühlt sich nicht logisch an, ob wann man verliert und wann man gewinnt. Bei Blood Tower Defense 6 war es ja auch ein Lernprozess. Aber wenn der Lernprozess daraus besteht, dass ich bessere Einheiten brauche, ja, dann weiß ich nicht. Wie gesagt, es hat mich noch nicht hundertprozentig gehuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, es kann sein, dass es auch die letzte Folge dazu ist. Ich werde privat ein bisschen weiterspielen. Entweder hookt es mich oder es hookt mich nicht. Dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.